Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, hier zurück zum 2v2-Moped aus Gerätschaft. Was hast du denn jetzt? 2v2 finde ich einfach herrlich. 2v2? Heute, warum über 2v2? Eigentlich ist es ein 1v3. Ja, heute mal mit Italien und an meiner Seite stimmt Cristinho. Ich weiß noch nicht genau, für welche Seite er heute spielen wird. Du weißt das doch, Pfeffer. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, wir mussten uns erstmal. Wir haben festgestellt, dass der Kader des Gegners nicht genug Spieler hat. Deswegen werden wir jetzt rausgeschmissen. Zählt das als Sieg? Wenn ja, dann feiere ich mich. Nein. Lol, warum ist denn jetzt Schalke ausgewählt? Ekelhaft. Was ist das? Sieh zu, dass du jetzt Italien auswählst. Ach, ich muss das jetzt machen. Ja, warum auch immer, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich schneller abgebrochen habe. Ich glaube, das Spiel hat einfach gesagt, so geht das nicht, weil es hat festgestellt, du hast schon ganz richtig gesagt, 3 gegen 1. Ja, kein Dreh, weil ich habe eben irgendwie mit so einem komischen Verteidiger gespielt. Da kann man natürlich auch nichts reißen. Ich habe auch kein Dreh. Das ist ja ein witziger Zufall, doch. Ey, was ist das witzig? Lade mich tot. Und die Verbindung mit dem... Alter. Such du das Spiel. Such es! Gegner gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Gegner alle gefunden. Alle guten Dinge sind 3. Paar 3. Schauen wir mal, ob wir jetzt auch jemanden haben, der gegen uns spielen möchte. Ich habe wieder Candreva. Ich habe Crescito. Ah. Faszinierend. Domenico Crescito. Lol. Ich habe Angst, auf Start zu drücken. Ja, auch weiter. Die Verbindung mit deinem Gegner wurde abgebrochen. Welches Promi-Paar trennte sich im Sommer 2011 nach 7 Jahren Ehe? Jennifer Lopez und Mark Anthony. Wer ist denn Mark Anthony? Mark Anthony war ihr Freund. Ja, klar. Warte mal, lass mal kurz laufen. Nein. Hallo, hey, es läuft! Ja! Ja, ich kann noch nicht. Wie, du kannst noch nicht? Warte! Ich mache ja noch nichts. Okay, los! Es läuft! Es ist läuft! Unglaublich, aber ich musste noch eben kurz Dingens. Quizduell zocken. Ja, gegen... weil wir haben hier gerade ein bisschen, also, wenn ihr erst jetzt dazu schaut, das dauert jetzt schon gefühlte 20 Minuten, haben wir schon vorher versucht, irgendwie ein Spiel zu starten und immer hat es nicht funktioniert. Und jetzt sind wir eigentlich so total irritiert, dass wir wahrscheinlich auf die Fresse kriegen. Ja, wir kriegen auf jeden Fall auf die Fresse. Denn ich bin noch komplett im Quizduell. Oh, shit. Ja. Muss hier. Was ist eigentlich hier unten? Oh, das ist Ibravopoulos, ne? Das ist das 1-0, das ist Lukas. Das ist... Ja, damit kann jetzt auch keiner rechnen, dass wir auf einmal ein Spiel starten. Ja. Meine ganze. Ich habe mich so fokussiert und der Fokus ist jetzt weg seit 20 Minuten. Mein Fokus ist auch für den Arsch. Aber schön mit Mascherano erstmal hier durchs bis nach vorne dribbeln, ne? Ja, wer es kann? Also die können. Ja, die natzen uns, glaube ich, ordentlich hier. Mit ihren Trick. Nice. Oh. Weniger nice. Der geht mir jetzt schon auf den Sack, durch seine schwule... Ja? Jetzt zeig mal, was er kann. Ja, er kann's! Er kann's! Ja, er natürlich kann er's! 11. Minute, Ezekiel! Lavezzi! Ja! 1-1, Baby! Ja, schön! Zack! Knupp! Rübergelupft! Gar kein Problem! GG easy gegen hier Messi und Monster, oder? Messi und Monster? Ja, Messias. Gegen den Messias. Na, guck mal hier, Messi arbeitete bis nach hinten zurück. Man, dieser öffnende Pass auf den Aguero, der ist natürlich schneller als der... Und der hört mal, lässt mal einen hören. Schade. Den wollte ich eigentlich ein bisschen anders machen, aber der kam doch gar nicht so scheiße. Das ist natürlich schon wieder... Allerdings müssten wir da jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, gut.
Jetzt passt auch. Oh, warum? Ich meine, manchmal raff ich nicht, was er drücken muss, damit er mal direkt spielt. Messi? Messi? Ja, konnte ich nichts mehr machen. Ich habe dreimal gedrückt. Ja, das war schon wieder technisch schwach bei mir da an der Stelle. Einfach die Außenbahn geöffnet. Ja, so zum Beispiel. Ah, der zieht mich ja bis zum Nordpol da. Ah, Messi. Ja, guck mal, was Messi für eine Ballannahme hat. Ist das realistisch, EA? Momentan ja. Momentan. Auch eine sehr nette Aussage. Ja, Messi ist ja im Moment jetzt nicht gerade auf seinem Zenit, ne? Er spielt auch nicht bei 10. Nee, aber der ist ja Boah, was echt. ist das denn für eine verschätzte Sicht? Aber ist ein intensives Spiel. Es geht rauf und runter. Und wo willst du hin? Ich wollte da eigentlich noch ein bisschen weiterlaufen. Aber das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen hätte ich dich da fast verunglerannt. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball Ja! verlängern oder Oh. abfangen. Schade. Schade, schade. Aber wir nehmen so langsam das Zepter in die Hand. Unten. Ja, ist er Jawohl. doch. Beruhig dich. Alter Cresinho. Ja, Wenn du gut. den Ball schon so forderst und den dann auch so bekommst, dann mach ihn doch bitte rein. Ja, gut. Okay, beim nächsten Mal. Alter, ey. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball Oben. ganz souverän abfangen. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ein Eieiei. Kilometer weit im Abseits. Hätte man auch Na. besser sehen können. Ja. Weißt du was? Demnächst spiele ich gar keinen Ball mehr zu dir. Doch besser so. Ah, Angel Di Maria. Ja. Ja. Nein! Schade. Da wollte ich gerade sagen, da wollte ich ihm Lügen strafen, aber macht der Messi nicht. Kann er nicht. Hier. Ne, 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 Muss natürlich der Sirigu halten. Aber ne. der Was Angel knacken? lehnt natürlich jetzt hier den Ball schön auf dem Auf den Keeper. Sirigu. Boah, und der haut seinen eigenen Mann um. Den eigenen Mann. Und du holst da wieder den Torwart raus oder war der wieder automatisch selber? Nee, ich hab den rausgeholt, extra. Aber war ja auch ganz gut. Hat ja alles gepasst. Oh! Alter. Kann man so spielen? Ja. Sollte man vielleicht nicht, aber Super. kann man. Toller Pass. Alter, wie kannst du den Ball denn so spielen? Ja, ich kläre den nochmal auf der Warum Linie. hast du nicht direkt geschossen? Ja, hab ich doch. Ja, nee. Ja, nee. Was soll ich denn machen? Also zwei Typen sind direkt vor mir. Ich drücke auf Schießen, der Ball geht einen halben Meter weit. Schade. Könnte jetzt wohl eher an der scheiß Rückpass-Kacke liegen, die du da fabriziert hast. Naja, bei mir, zack. Der Lionel. Oh, lass ihn hören. Nimm ihn doch an. Du hast Dafür doch. hatte ich keine Zeit. Was? Alter, was viel zu für Pässe. Da hättest du ja mal einfach zum Torwart spielen können. Ich spiele nicht zum Torwart. Ja, besser doch, hast du ja eben vor getan. Ja, da sollte der Ball eigentlich nicht hingehen, aber. Ach. Ja? Ja? Oh. Mann, ey. Komm schon. Haben wir. Ja, das ist Teamspiel. So muss man das machen. Ach, guck Da mal. überlegen die Gegner auch schon, ob sie nicht vielleicht doch quitten sollen. Da merken sie. Wir brenzlig. Ja. Die Schüsse kommen schon Aufs ziemlich Tor. heftig. Ja. Und da muss man natürlich dann auch mal pausieren. Ja, Ich hier würde jetzt mir nur noch auch Befreiungsschläge. in die Hose machen, wenn ich gegen mich spielen würde. Würde mir wahrscheinlich auch in die Hose machen, wenn ich sehen würde. Also beim Spiel. Oh, der ist durch. Oh, die Grätsche war fast gut. Haben wir. Ganz lässig, ganz locker easy. Ganz Lavezzi. Oh, Ja. das war jetzt anders geplant.
Locker easy. Zum Gegner, aber so. War Halbzeit. Okay. Ja. Ja, sagen wir mal, es könnte auch unentschieden stehen. Müsste. Zweimal Wetzi getroffen. Ja. Einmal hüben wie drüben. Ja. Unser ist natürlich schöner. Ja. Mann. Ja, das erste Tor, da war ich so ein bisschen konfus noch. Da war ich noch gar nicht im Spiel, hab noch gar nicht wirklich realisiert, dass wir überhaupt spielen. Ja, und beim zweiten Gegentor. Ja, da hast war du auch eine unglückliche Figur gemacht. Ach, leck mich doch mal Arsch. Das spiele ich immer. Ich spiele den Ball immer hinten rum. Also, natürlich, ja klar. Ich spiele nie zum Torhüter. Ja, nicht zum Torhüter. Ja, du hast auf dem Torhüter gefallen, da war doch gar kein anderer mehr. Ja, ja. Okay. Was passiert hier jetzt wieder? Wollen die uns wieder durch pures... Drück Start jetzt. Ich drück doch gar nichts. So, dann machen die... Drück Start, ihr Pillemänner. Ja, was passiert jetzt? Thiago Silva wird wohl kaum ausgewechselt, oder? Beim Dehnen. Und? Maxel für und Motta für Pastore. Pastore hat gespielt? Ach, scheiße. Wer lässt denn Pastore spielen? Kann der irgendwie tricksen, oder? Keine Ahnung. Ja, schade. So, Agüero. Ist da durch? Oh, warum ziehst du denn nicht ab? Ja, weil ich dachte, der andere, wenn du jetzt da hinkommst, der wird denn besser. Ich hab den besser postierten Spieler gesehen. Ja. Ja, okay. Nein! Da hat man richtig gesehen. Du wolltest nicht spielen. Ich wusste einfach nicht vorhin. Ja, du hättest früher spielen können. Ja, hätte, Fahrradkette. Ja, schon gedrückt gehabt. Ah, ich hab's gehört. Boah, nee. Aber da kam man leider nicht mehr dran. So, Banega. Banega. Banega! Banega sagt man nicht. So. Machen! Oh. Warte, siehst du, so macht man das zum Torwart. Elegant zurückspielen und den Konter einleiten. Ja. Sabaleta. Oh. Handspiel. Und! Lavezzi! Oh. Ich gebe ja zu, dass ich den eben kläglich vergeben habe, aber du kannst trotzdem ab und an da nochmal so durchpassen. Ja. Ah, der war natürlich wieder scheiße. Mann, ja, da konnte ich nicht viel machen. Hat der Ball Ah, gut, dass da abseits steht. Wenn da die Flanke auf Ibrahimovic kommt, dann ist das Mitte, dann brennt aber lichterloh. Ja, hat sowieso schon so gebrannt. Messi im Kopfballduell gegen Thiago Silva. Ja, war das? So, der kam nochmal halbwegs vernünftig. Oh! Und Agüero ist jetzt auch nicht der Kopfballstärkste. Naja, der ist natürlich abseits, oder? Ja, der stand schon einen Kilometer weit im Abseits. Und dann, ja. Ärgerlich. Tja, so läuft das. Weil wir wollen natürlich den Aufstieg perfekt machen, eigentlich. Meine Güte. Ja, kann ich locker abdrängen. Ja. Kann ich dann nur nicht weiter vollführen. Ja. Das ist natürlich scheiße. Mhm. Ja, so kann man es sagen und nicht anders. Steht da auch ein bisschen frei, ne?
Ja, aber Scheiße. Lauf über außen. Ja, nice. Ach. Nice. Alter! Nein, warum nicht? Ja, super. Und jetzt Wie kann passieren man denn wir. sowas nicht pfeifen? Torwart. Oh, Cresinho. Ich mache mir jedes Mal in die Hose, wenn du zum Torwart spielst. Weißt du, so was pfeift da? So was pfeift. Nee. Oh, warte mal. Alter! Ups. Da muss ich mal kurz niesen. Lass knacken hier, Kollege Schnürschuh. Mein Gott, der Ibrahimovic wird nicht schöner, je länger er da steht. Und wenn jetzt noch drei Mann da rum. Aha. LOL! Boah! Reaktion wie ein Nilpferd, der Torhüter, Ja, Nilfett ist schneller. ey. Wahrscheinlich. Puh. Ja, vielleicht könnten wir, wenn wir jetzt noch einen schnellen Anschluss hier mal hinkriegen würden. Ja! Und das. Das Ja, so ein gibt schlechter nichts. Scherz, oder? Das ist doch wirklich ein schlechter Scherz. Das ist das. Lo Ja, und dann guckt ihr das. Das ist. Das, ich weiß nicht, was das ist. das ist tiefer. Das Schlimme daran ist, das ist. Weißt du, warum es jetzt keinen Foul gepfiffen gab? Nein. Weil der Spieler lag ja schon. Also er hat keine aktive Grätsche gemacht, als der Messi da vorbeilief. Im echten Fußball ist es natürlich trotzdem ein Foul, aber hier nicht. Ibrahimovic kommt natürlich. Mann. So. Och Mann, ey, das ist doch hässlich. Ja, klar. Das geht wieder, ne? Natürlich. Das ist echt ein schlechter Scherz. Ey, dieses Spiel ist so zum Kotzen. Es regt einfach nur auf. Vor allem, wenn du Ja, Pech vor hast. allen Dingen, wenn es solche Pässe. Ja, aber solche Sachen kommen dann auch durch. Das ist einfach nur ein schlechter Scherz. Geht er rein? Geht er rein? Nein. Was macht er jetzt? Feiert sich ein bisschen oder was? Super. Boah. Hässlichkeit kennt keine Grenzen. Hässlichkeit kennt kein Pardon. Ja, und Messi kann leider nicht köpfen. Die Maria. Messi ist kein Kopfballmonster. Immer noch nicht. Ja, nein. Ja. Nein. Nein. Ach, komm schon hier. Nimm mal den Ball mit. Danke. Boah. Ey, die sind auch behäbig da hinten, ne? Boah, Das Alter. ist behindert. Dieses Ergebnis, das ist ein Witz, ist das. 3-1. Obwohl wir mehr Torschüsse hatten. Ja. Aber. Ja, Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit, daran mangelt's. Ja, aber. Ja, wieder ein leichter Beschiss da vom Schiri. Ja. So ist es natürlich so. Wir haben noch drei Spiele. Könnte noch die Meisterschaft sein. Der Aufstieg ist in Reichweite, aber wir dürfen jetzt natürlich nicht nachlassen. So sieht's aus. Und wie es weitergeht, seht ihr auf dem Kanal vom Cresinho. Dann das nächste Mal. Mit einer weiteren Nationalmannschaft. Wir schauen mal, wen wir da raussuchen. Und da würde ich sagen, macht's gut, haut rein, ciao mit V und Mädels, Hupen vom Tisch, schön warm einpacken, dass die Dinger nicht abfrieren. Tschüssi.